Hallo meine Lieben, und wir spielen weiter mit Shadow of the Tomb Raider. Wir sind gerade angekommen in der verborgenen Stadt. Die verborgene Stadt, ja. Ich habe mich hier ein bisschen umgeguckt. Hier bauen sie, glaube ich, Reis an. Und wir sollen ja die Königin treffen. Ja, springen wir hier einfach runter. Hui. Das habe ich jetzt auch schon 5-mal gemacht. Das ist eine Herausforderung. So. Okay, dann gehen wir jetzt direkt weiter in der Story. Ganze Nebenquest-Gedöns brauche ich euch jetzt nicht anzutun. So, ist mal lang. Da hoch, glaube ich. Wunderschön. Hier haben wir die Händler, das habe ich auch schon mal erledigt. Alles verkauft. So, weiter geht's. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Die Frage ist, wo? Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Der Chef von Trinity? Ah, das kann doch nicht sein. Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Das kann doch nicht sein. Der ist doch der Chef von Trinity. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Die kämpfen doch gegen Trinity. Er kommt Trinity. Eigentlich von hier. Doch wurde von Fremden aufgezogen. Ich hoffe das nicht. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Was? Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Es wird ja alles total gut gehen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben.
Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Ah, okay. Sie ist die Königin des Dorfes und die sind gegen die, aber im Prinzip haben die die Macht über das Dorf. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Okay, warum schon? Was ist das denn? Bischkeli so dul otsilile? Matalami. Du snacket o kolnen. Bet balo. Komisches Teil. Du hel u betik. Wieder so ein komischer Typ, ey. Den kann ich noch nicht lesen. Wo ist der Bäcker jetzt hin? Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Das denke ich aber auch. Anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Sein Fuß ist halb in der Erde, sein linker. Und von hier aus jetzt nicht. Nein. Sah eben so aus. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Bewässerungssystem. Toll. Das nehmen wir aber noch mit. Yucatico. Eine Flöte. Oh, hier ist auch noch was. Und noch ein Lager. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Leute. Oh, jetzt wieder alles voll von Geheimnissen. Was ist das? Nix. Okay. Rieche eine Falle, wenn das so da immer liegt, so einlangt. Das hat noch keiner da rausgeholt. Alles klar. Ja.
Hui. Kann ich das aufmachen? Was ist denn das? Ich speichere hier mal schnell. Oh, warte. Das noch einsammeln. So, jetzt speichert er. Ein Fähigkeitspunkt, das bringt uns nicht so viel weiter. So, da geht's weiter. Aber hier geht's auch weiter. Hier geht's auch weiter. Was ist hier? Ups, werde ich jetzt sehen. Ach, nur Jade, okay. Nehmen wir alles mit. Hallo? Springt die aber zur Seite. Dadurch. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Okay, die wussten erst gar nicht, wo der steckt. Interessant. Aber spätestens jetzt ist ja wieder alles... Oh, was? Wieso? Warum ist die Musik so gruselig? Angst. Oh, stinkt es. Ah. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Das ganz war so ruhig, klar. Lara. Ganz ruhig. Wo kommen wir denn jetzt am besten? Ich sehe das nicht. Ich habe hier aber auch dummes Licht. Ah. Oh. Ah! Verletzt ist das widerlich. Was haben die hier gemacht? Warum haben die hier so viele Leute reingeschmissen? Einfach mal. Okay, keine Hektik. Du schaffst das. Dass ich dieses automatische Aufrollseil noch nicht habe, das ist voll nervig. Rituelle Opfer. Scheiße.
Was macht die da? Oh, toll. Oh, toll, in der Tat. Das sagt man doch nicht. Oh, toll. Und? Was ist toll? Ich habe wohl keine Wahl. Ich war mir klar, dass das unangenehm wird. Ey, da dürften gar keine Menschen mehr sein, so viel wie die hier runtergeschmissen haben. Das ist wie auf der Insel, ey. Ist das einer der Rebellen? Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Dein ja, dadurch. Goldenen Auge würde ich jetzt schätzen. Ist hier noch irgendwo was? Wenn einer hinterherkommt und das Ding durchsucht, dann macht's. Der Geruch boom. Wird immer stärker. Boom! Lara, wie läuft's? Nicht so gut. Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Die Barriere muss verbrennen. Okay. Öl, Feuer, irgendwie muss ich die Barriere Feuer. Niederbrennen. Wie mache ich das wohl? Man kriegt extra Öl für die Feuerpfeile. Hm, wie mache ich das wohl? Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Wie mache ich das wohl? Wofür brauche ich das da? Voller Öl und Blut. Jetzt wird das aber hübsch. Es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Noch mehr? Muss ich es nochmal runterdrücken? Wenn das Öl brennbar wäre. So. Okay, kein Brandfall. Na gut. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Das hätte ich auch mit dem Brandfall geschafft.
Ist das so eine Art Aderlasskammer? Eine Barriere. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. So wie das letzte Mal. So fließt es weiter. Also einmal rechts drehen und jetzt zur Schatulle. Zweimal links drehen. Einmal die drehen gegen den Uhrzeigersinn, einmal die gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann hat man's. Die Videosequenz hat mich vom Erstickungstod gerettet. Was ist das? Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Das bringen wir denen jetzt erstmal. Ist das innovativ? Ach ja, der Weg des Wassers. Zum Glück kein unterirdischer Weg. Hui! Ätzli. Jetzt sich nicht zeigen. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ätzli! Da drüben, schnapp sie! Also, mit so einer Aktion hätte die aber die letzten zwei Abenteuer nicht überlebt. Oh, klar, ne? Das musste jetzt kommen. Verdammt! Geht aus dem Weg! Boah. Nein! Oh!
Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nee, komm mal, Manti. Oh, und die Maganti. Fuck off! Ja klar, so viel Glück kann wieder nur die Hauptfigur haben. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt nicht. Dann tun wir das mal. Ah, ein Händler. Ich habe Vorräte. Mal gerade tauschen. Guten Tag. Schau, was ich für dich habe. Ein Schlangenhalsbogen. Warte mal, was gibt's denn noch so? Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das reicht nicht. Komm wieder, wenn du mehr hast. Ja, ich hab mehr. Ich muss das nur noch verkaufen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Käfer. Das war eine Ausgezeichnete. Ich bin immer. Wie läuft's denn so? Ich habe viel Handelsware. Dafür musst du mehr anbieten. Okay. Warte mal. 5600 brauchen wir. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Jetzt. Das war eine Ausnahme. Mögen die Götter dich anlächeln. So. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ja, das wird super. Mich gar nicht beachten, ich laufe nur so durch. Unuratu, Sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ezli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall.
Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Edsley, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Oh, und am Schluss geben wir Trinity das alles. Ich weiß das doch! So, und dann machen wir weiter im nächsten Video. Bis dann.